Ich hatte ganz große Pläne. Ich wollte nicht nur meine Träume verwirklichen, sondern ich wollte etwas Einzigartiges schaffen. Ich wollte einen Wohnwagen von American McGee's Alice Madness Sweet Tones erschaffen und dann durch ganz Deutschland formen. Was rede ich da, durch die ganze Welt? Ich wollte alle Menschen für dieses Projekt begeistern. Es war ein Special Edition Tag, als wir uns den Wohnwagen geholt haben. Ich habe mein ganzes Geld zusammengespart und für 700 Euro habe ich unseren Wohnwagen bekommen. Es war Schicksal. Und dann waren wir auch schon die erste Nacht da. Wie still es da ist, wenn man mitten in der Prärie steht mit seinen Kindern und hat kein Netz, kein Internet. Und der nächste Tag? Ja, unsere Tierchen muss ich überall mit hinnehmen. Wir haben schon angefangen, Pilze an die Schränke zu malen. Mit Pilzen fange ich immer an. Ich fange immer an, zuerst Pilze anzumalen. Sogar an unserer Hauswand zu Hause habe ich zuerst Pilze gemalt. Erlauben wir uns einen Rückblick. Auch in Berlin waren wir schon extrem bekannt und berühmt dafür, dass wir unser Wunderland Realität werden lassen. Meine Wohnung glich fast einem Museum. Und Veranstaltungen und Projekte, die ich realisiert habe, fanden dort ihre Wirklichkeit. Und auch hier habe ich, wo ich zum ersten Mal angefangen habe, die Wände zu bemalen, mit Pilzen angefangen, die ich überall als erstes angemalt habe. Wir hatten Pilze, die im Schwarzlicht leuchteten, aber auch gigantische Fliegenpilze, die so groß waren wie wir selbst in der Küche. Sogar das RTL-Fernsehen war mal bei uns gewesen. 5 Hobbydekorateure durch die Woche. Ich bin super glücklich. Spannend wird es heute bei der freischaffenden Künstlerin Christina. Und ganz viele Charakteren dabei, Individualisten, die sich selber inszenieren. Bunte Pfauer, die ein bisschen edgy sind. Finde ich gut. Und diese Beschreibung trifft perfekt auf die Doppelmutter und Künstlerin Christina zu. Auch im Alex TV, den Berliner Fernsehkanal, wurde gezeigt, wie wir unser Wunderland realisieren. Der Victor? Seht ihr das? Seht ihr das? Ja. Die Füße hängen in der Luft. Und darauf kletter ich jetzt. Stelle ich mich hin. Achtung. Was würde nur der Wohnwagen bewirken? Also auf zurück zum ersten Tag. Und dann fing es an zu regnen. Gleich am ersten Tag. Und das Schlimmste war, das Dach war nicht dicht und es regnete rein und ich habe totale Panik bekommen. Als ob der ganze Wohnwagen deshalb zusammenfällt und anfängt zu rosten. Also habe ich den kleinen Koko da hochgeschoben. Und ihm gesagt, er ist ein absoluter Superheld, wenn er uns rettet. Ja, und dann musste er mit einem Plastikbeutel und Farbeimern, die wir zum Malen hatten, alles dicht machen. Und sogar die Kleinste hat mitgeholfen. Wir alle arbeiteten hart daran, unser Wunderland zu verwirklichen. Und das Schönste ist, du musst nichts perfekt machen. Alle verwirklichen einfach das, was sie in ihren Köpfen haben. Sie nehmen einen Pinsel in die Hand und zeichnen die Linien nach, die sie sich vorstellen. Und plötzlich wird ein Wunderland Realität. Eins, das wir alle miteinander teilen. Es gibt eine fantastische Airbrush-Taktik, um Planeten und Monde zu machen. Man sprüht zuerst die unteren Farben, die man haben möchte. Die Grundfarbe. Die zweite Farbe sprühst du auch einfach hin. Aber dann nimmt man ein Stück Zeitung und drückt es etwas ab, damit es so planetentechnische Konturen kriegt. Und dann nimmt man einen Teller oder eine runde Schablone und sprüht
ringsrum die Kontur. Und fertig hat man einen Planeten. Drei Farben, drei Schichten, eine Schablone und ein bisschen Zeitung und voilà. Hallo! Beim ersten Mal war es einfach nur am genialsten, ey. Ich glaube, Kunst ist wie die Sprache. Wie die Sprache der Seele. Sie ist wie ein Tor, wie eine Gabe, wie Magie. Sie öffnet Welten, Perspektiven, ohne Worte. Sie ist Energie, die man fließen lässt und die alle Ebenen miteinander verbinden kann. Und sie ist so wichtig, wenn man sie mit Kindern zusammen verwirklicht. Er kriegt einen Fingerhut als echten Hut noch auf den Kopf geklebt. Hintergrund mit Airbrush, Zweige mit schwarzer Lackfarbe. Alles, was schwarze Konturen hat, ist die schwarze Lackfarbe. So, so weit sind wir gekommen. Es sind jetzt keine Meisterwerke, aber hey, es verwirklicht die Atmosphäre hier in diesen Räumlichkeiten. Endlich in meinen eigenen Rückzugsort, in den Reich, wo wir uns alle wiederfinden können, um loszulassen. Den ganzen Sommer über haben wir im Wohnwagen gewohnt. So zu leben ist anders. Es ist frei. Ohne Strom. Das Wasser. Du musst rationieren. Und wenn du mal auf dem Parkplatz stehst, kannst du Ärger kriegen vom Ordnungsamt. Aber was hält dich da? Dann geht's halt wieder zum nächsten Ort. Und du hast alle dabei, die du liebst. Das ist Freiheit. Das ist mein Wunderland. Ich habe eine spezielle Taktik, wenn ich mit Airbrush arbeite. Und zwar tue ich zuerst kolorieren und dann den Umriss zeichnen. Nicht erst zeichnen und dann ausmalen, sondern ich mache es genau umgekehrt. Das habe ich auch bei den Pilzen gemacht, nicht nur bei der Grinsekatze. Zuerst sprühe ich die Farben grob drunter, wie ich mir ungefähr vorstelle, wo etwas sein kann. Du kannst frei mit Airbrush arbeiten, ohne Angst haben zu müssen, über Ränder zu sprühen. Du kannst so schön bunt und Regenbogenfarben kolorieren. Es sieht fantastisch aus und hinterher wirst du immer konkreter. Erst Airbrush und dann malt man mit Lackfarbe. Und Frühstück. Könnt ihr euch vorstellen, dass diese kleine Pfanne nur 15 cm im Durchmesser ist? Und ich habe hier für 4 Kinder und mich zusammen gekocht. Und immer herzhaft. Gleich früh am Morgen wurde die Pfanne angeschmissen. Ich habe es geliebt, mit Gas zu kochen. Und Schmetterlinge. Erinnert uns das nicht alle an Alice? Wir hatten schon ein Schmuckstück bekommen. Feines Holz überall und der Wohnwagen war definitiv nicht klein. Überall, wo Tische waren, konnte man sie zu Doppelbetten umfunktionieren. Seht ihr, hier ist der Tisch
Und gerade eben war es auch die Bettversion. Und Stück für Stück verwandelte sich aber dieses Gemütliche in ein Wunderland. Wir ließen Pilze an den Schränken wachsen. Im Übrigen ist geplant, dass oben im Küchenschrank und an den anderen Schränken, die oben auch sind, wir echte Pilzlampen anmontieren werden, als ob sie aus den Schränken herauswachsen würden. Wir haben uns Inspiration aus dem Netz geholt. Ich habe mit einer Collage diesen Hasen gemacht und dann haben wir ihn hier an den Schrank gemalt. Meine Tochter war mir da eine große Hilfe. Der Innenbereich ist noch nicht fertig, aber wir haben 2021 wirklich viel geschafft. Wir werden die nächsten Jahre immer wieder daran sitzen. Es ist ein endloses Projekt. Wir haben auch diese hässliche alte Lampe abmontiert und anstelle ein Deckentuch befestigt. Die Motte symbolisiert Alice. Früher war das Tier, was Alice symbolisiert, immer ein blauer Schmetterling. In Alice Asylum ist es allerdings eine Motte, eine weiße Motte in Alice Asylum. Sie trägt auch in Alice Asylum ein Mottenkleid. Und wenn sie in die Tiefe fällt, wird sie auch von weißen Motten umgeben. Motten, die in das Licht wollen, die sich nach dem Licht verzehren. Ich liebe dieses Plakat, weil es die Kombination ist von einem blauen Schmetterling und einer Motte. Es war unglaublich aufregend, als ich endlich, wirklich endlich, dann mit der Außenwand des Wohnwagens begann. Und was ist kultiger als der Hutmacher? Zuerst habe ich mir immer Inspiration aus dem Netz geholt und als Collage mir ungefähr es vor Augen gehalten, damit ich weiß, wie die Proportion und die Größe am Wohnwagen sein muss. Das hat mir wirklich geholfen, damit nicht alles zu klein oder zu unproportioniert wirkt. Hier hatte ich mir vorgestellt, wie das Gesamtbild am Ende aussehen könnte. Ist aber alles grundsätzlich immer experimentell. Und hier seht ihr das Highlight. Das ist unser Wohnwagen von der Seite, wie weit wir 2021 gekommen sind. Und lasst euch gesagt sein, wenn wir mit diesem Wohnwagen schon durch Deutschland gefahren sind, da haben die Leute so große Augen gemacht. Wirklich jeder hat zweimal hingeschaut, ob er richtig sieht. Wir haben quasi innen und außen das Projekt wundervoll realisieren können.